Herr Bayer, CSR, Corporate Social Responsibility, die Verantwortlichkeit, die soziale Verantwortlichkeit des Arbeitgebers. Inwiefern spielt da die pauschal dotierte Unterstützungskasse eine Rolle oder vielleicht sogar eine herausragende Rolle? Ja, CSR ist ein modernes Schlagwort, heißt nicht mehr als die soziale Verantwortung des Unternehmers. Und das ist ja das Ideale oder eigentlich das Originäre der betrieblichen Alterssorgung. Betriebliche Alterssorgung ist vor mehr als 150 Jahren vor allem entstanden, aus der sozialen Verantwortung von Unternehmen heraus. Klar, sie hat sich gewandelt von arbeitgeberfinanzierten Komponenten mehr hin zu arbeitnehmerfinanzierten oder wie es wir meistens einrichten, mischfinanzierten Modellen oder Kombimodellen. Und mit der pauschal dotierten Unterstützungskasse kann ich natürlich eins tun, durch den höheren Hebel, durch die höhere Effizienz, kann ich deutlich höhere Leistungen für den Arbeitnehmer erreichen. Das fällt dem Unternehmer natürlich wesentlich leichter, weil keine Liquidität abfließt, er auch noch Vorteile, Liquiditätsreserven davor hat. Und von daher ist es natürlich für mich was Idealtypisches, wie ich ein Instrument als Unternehmer meine Mitarbeiter zur Verfügung stellen kann, wie sie wirklich ihre Altersarmut, ihre Deckungslücken, ihre Versorgungslücken durch effiziente Versorgungssysteme schließen können und gleichzeitig auch wieder sozial verantwortlich den Arbeitsplatz als solchen sichern, ja, und erhalten können.